Hey Friends, willkommen zurück zum weiteren Video. Heute kommt wieder ein neuer Kino-Vlog und zwar, ja, natürlich nicht so früh, weil bei mir ist es gerade 8 Uhr. Es fängt erst später um 17 Uhr an, aber ich beginne das Intro jetzt schon mal, weil ich erst noch zur Arbeit muss und dann, fahre ich danach dann zum Kino und ja, es gibt wieder einen neuen Kino-Vlog und zwar gucke ich mir heute im Kino Joker 2 aka Joker Folie à deux an und zwar, den ersten Teil habe ich damals auf Netflix gesehen und fanden eigentlich sehr gut. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt auf den zweiten Teil, vor allem, weil Lady Gaga mitspielt und ich finde sie sehr geil. Ich höre ihre Musik gerne und ich fand sie in A Star is Born super. Und er wird halt momentan, wie ich gehört habe, sehr viel gehatet und alles klar. Ich dachte mir so, ich will mir selber ein Bild machen, bevor ich irgendwie mein Urteil gebe. Deswegen werde ich heute mal gucken, wie der Film ist, euch das natürlich dann wieder berichten und euch in einem Vlog dabei, ihr seid dabei. Das heißt, wir sehen uns nachher. So, auf dem Weg ins Kino. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Man hört es vielleicht im Hintergrund. Manche Leute reden ganz schön laut. Aber egal, wir sehen uns nachher im Kino. Leute, ich bin jetzt in der Nähe vom Kino und die Location kommt den Orks, den OG-Zuschauern vielleicht bekannt vor, denn ja. Da ist der Pornotunnel, wo ich damals reingerotzt habe. Hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, Mann. Das war der allererste Kinovlog, den ich mit Don hatte. Der ist halt leider nicht dabei. Wir gehen mit einer Bekannten von uns, also ich, ins Kino. Und komm. Auf gute Zeiten willen. Die guten alten Zeiten, Leute, man kennt es. Naja, auf dem Rückweg gehe ich wahrscheinlich auch noch durch den berühmten Weg. Gehen. Ich sage jetzt noch nichts, sondern das werdet ihr ja dann später sehen. Ja. Leute, ich bin gerade Rossmann unsicher machen und gucken, was ich gefunden habe. Ja, man kann mich echt nicht in der Spielzeugabteilung stehen lassen. Und ja, ich habe einen Regenschirm bei. Aber okay. Gucken, was ich gefunden habe. Wednesday. Guck mal, wie süß die aussieht. Leute, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Der Film ist vorbei und ich gehe jetzt mal. Ich habe meinen Becher verloren. Leute, man sieht mich zwar nicht, aber ich kann ja mal kurz Handytaschenabwand machen. Hier, der lustige Pornotunnel. In unseren allerersten Kinovlogs noch mit mir und Don. Hier nochmal eine Rückblende. Erinnert sich irgendwer noch? Oder ist irgendeiner meiner Uralt-Zuschauer noch am Start, würde mich mal interessieren. Ey Leute, ne? Ich bin da gerade ganz normal den Weg, wie ich ihn mit Don halt kenne, vorbeigegangen. Auf einmal, Alter, hätte er meinen Schnitz. Und auf einmal bellen da so zwei Hunde und da ging ich halt an eine offene Tür vorbei, wo zwei mit ihren Hunden war. Und jetzt läuft die ganze Zeit hinter mir her irgendwo da hinten. Die verfolgt mich gefühlt die ganze Zeit. Und hier ist auch ein übelst creepiger Park. Ich glaube, den haben wir damals in den Vlogs auch manchmal gezeigt. Alter, ich bin Gott sei Dank gleich beim Bahnhof. Und dann schnell ab nach Hause. Ey, ich hasse es, Dunkelheit und so. Und da draußen zu sein. Also ich liebe Dunkelheit eigentlich, aber nicht, wenn ich dabei draußen bin. Und diesen creepy Park hier will ich nämlich nicht nochmal erleben. Das nächste Mal gehe ich erstens wieder ins Kino, wenn die Filme auch zu dem Zeitpunkt laufen, an dem es hell draußen ist, wenn er vorbei ist. Leute, man sieht mich zwar nicht, ne? Aber genau hier vor mir, hier ist so ein kleiner Teich. Und genau da hinten irgendwo stand einfach ein Typ, der hat geangelt. Ohne Scheiß, der hat geangelt da drin. Das habe ich auf dem Hinweg gesehen. Wo ich am liebsten wäre ich stehen geblieben und hätte ihn und er hätte mich so angeguckt, was machst denn du da? Ich so, naja, ich warte. Er so, worauf? Naja, bis du einen Verschanderangel hast. Er so, wieso? Naja, weil das vielleicht ein paar Jährchen dauern könnte. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt beim Bahnhof. Man sieht mich zwar schlecht, aber egal. Und ich würde sagen, wir sehen uns
erst zu Hause, weil Feedback gibt es ja wie immer erst zu Hause, weil hier kann ich einfach nicht so richtig vernünftig und ausführlich mit euch reden. Und dann kann ich mir im Zug nämlich schon mal alles zusammenbrauen, was ich über den Film zu sagen habe. Okay, ich sehe es, da drüben ist eine Party, ah, alles klar. Man sieht mich wieder echt schlecht, aber ich bin jetzt am Bahnhof, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und wer kann sich da auch nochmal erinnern an die Ork-Zeit? Genau hier saßen Don und ich in einem der Vlogs von unseren Kinovlogs damals, wo der Schaffner einfach weggefahren ist. Also die Geschichte werde ich jetzt nicht nochmal erzählen. Das könnt ihr ja selber gucken. Also ihr könnt ja, wenn ihr die Kinovlogs alle noch nicht gesehen habt, ich habe eine Playlist erstellt mit allen Kinovlogs, mit mir und Don oder ohne Don erstellt. Da könnt ihr das dann vielleicht nochmal nachholen. Es muss irgendeins, ich glaube, das Spider-Man Far From Home war das. Nee, No Way Home, so. Glaube ich, war das. Aber ja, das war crazy. Jetzt warte ich erstmal noch ein bisschen auf den Zug und dann sehen wir uns zu Hause wieder. So, Leute, ich bin zu Hause, wie man sieht. Und jetzt kann ich wieder ganz gut mit euch kurz über den Film quatschen. Ich versuche mich kurz zu halten. Also ich muss sagen, ich fand den ersten besser. Der zweite war jetzt nicht so schlecht. Es war ein Musical, was wahrscheinlich viele nicht mochten. Was ich verstehen kann, weil es wurde sehr viel gesungen. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also ein paar Mal hat es mich schon ein bisschen genervt. Aber ansonsten war es jetzt nicht so schlecht. Ich würde dem Film jetzt tatsächlich eine 6 von 10 geben. Weil, ja, das Ende war ein bisschen komisch. Also es wird wahrscheinlich keinen dritten Teil geben, aber mehr sage ich nicht. Und die Rolle von Lady Gaga als Harley Quinn. Also ich finde, sie ist eigentlich eine ganz gute Schauspielerin. In der Star is Born hat sie mir mega gefallen. Aber hier in dem Film hatte ich irgendwie das Gefühl, die hat nicht so viel zu tun gehabt. Und die Geschichte, was sie angeht und was diese Rolle von Harley Quinn angeht, war jetzt nicht so meins. Weil ich kenne Harley Quinn aus Suicide Squad. Viele hassten oder mochten den Film wahrscheinlich nicht. Ich mag ihn. Ich fand sie gut darin, beziehungsweise die Rolle. Und ich kenne ja Harley Quinn mehr so als krankhaft verliebt in den Joker und war früher in Arkham Asylum, eine Psychiaterin und wurde dann wahnsinnig irgendwie durch ihn und so. Das war sie hier halt nicht. Das war ein bisschen anders. Also es war ein bisschen verwirrend, aber jetzt auch nicht so schlimm. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Aber ansonsten, man kann sich den angucken, aber ich würde ihn jetzt auch nicht als besten Film des Jahres betiteln. Das leider nicht. Aber ansonsten, so schlimm, wie ich gehört habe, soll er sein, war er nicht. Ja, ne, also das war mein Feedback. Ich will das jetzt halt auch nicht so lang fassen, sodass ihr kurz und knackig wisst. Ich will euch auch nicht spoilern, so, ne, also ja. Ansonsten war es das auch wieder mit dem Kinovlog. Es hat mir wieder ein bisschen Spaß gemacht. Mal gucken, wann der nächste Vlog sein wird, wann ich dann wieder ins Kino gehe. Und ob ich dann wieder mit Don ins Kino gehe, das werden wir dann auch sehen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Mal gucken, ob ich das Wochenende dann Videos machen werde oder nicht. Das werdet ihr dann sehen. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob ich was vorhaben werde oder nicht. Das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ansonsten werdet ihr das ja sehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt einen schönen Feiertag. Küsse gehen an euch alle raus und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!